Gibt es denn nicht schon Konzepte irgendwie? Es gibt mit Sicherheit Konzepte, also ganz viele mit Sicherheit auch, die überhaupt nicht verschriftet worden sind. Das ist wieder so ein bisschen dieses Erfahrungswissen, was ich erlebt habe, dass viele Einrichtungen Praxisbegleitung ausüben, weil, wie gesagt, diesen gesetzlichen Auftrag gibt es schon ganz lange. Häufig aber nicht mit ja, einem verschrifteten Konzept, was irgendwo zugrunde liegt, sondern durch ja, Entwicklungsschritte einfach, die in den Einrichtungen getätigt sind. Und deswegen bin ich in der Thesis eben auch nochmal der Frage nachgegangen, ja, welche Konzepte gibt es denn und wo findet sich denn in der Literatur dazu was? Und leider muss ich auch da wieder so ein bisschen wertend sagen, auch da recht wenig. Thank you.